Obwohl ich auch zweifache Mutter bin, wollte ich ganz gerne mal einen Raum werfen, dass Frau nicht nur Mutter ist. Das war mir in der Diskussion ein bisschen zu stark gemacht. Und wollte ich noch ergänzen, einen richtigen Fachkräftemangel gibt es eigentlich erst, wenn die Löhne steigen. Weil erst dann gibt es wirklich ein Missverhältnis und es müssen Maßnahmen getroffen werden, die nicht nur Kita-Erweiterung und die Arbeitsplatzflexibilität bedeuten, sondern da wird einfach mehr Geld gezahlt. So ist das. Ja. Und solange wie das nicht passiert, gibt es keinen wirklich Fachkräftemangel und auch keinen demografischen Wandel, sondern es gibt eine Legitimationsfunktion für andere Geschichten, die damit begründet werden. Das war, glaube ich, mir nochmal wichtig zu sagen. Und wenn wir über Frauen in der Region sprechen, dass man eben dann eben nicht nur so ein Frauen im Gegensatz zu Männern macht, sondern dass man sich mal fragt, warum eigentlich, da hat die Ingrid Miethe, Erziehungswissenschaftsprofessorin in Gießen, glaube ich, eine Untersuchung gemacht, die haben Schulkinder in den 90er Jahren befragt nach ihren Berufswünschen. Und damals haben die Mädchen in dem Osten, also ne, in den neuen Bundesländern, absolut gleichwertig wie die Jungs angegeben, sie wollen Physikerin werden, Mathematikerin und Ingenieurin. 10 Jahre später, absolut anderes Verhältnis. Das heißt, wir haben hier einen Kulturwandel gehabt, richtig, wo ich manchmal denke, da kann man eigentlich mit den 60-jährigen Männern, die nämlich noch eine ganz andere Gleichheit, also ich will es nicht pauschalisieren und ich will es auch nicht beschönigen, aber ich glaube, da gab es einfach eine andere Kultur. Ja, die hat sich unter anderem an diesen Befragungen von den Schulkindern festgemacht. Weil da war das nicht, ich muss in Mathe gut sein, um nicht dumm dazustehen, sondern das war ganz normal, in Mathe gut dazustehen. Ich habe auch in meiner Biografie, ich habe dann in Mannheim studiert, ich habe erst mit meiner Tätigkeit in diesem Familienunternehmen, in einem sehr traditionellen Familienunternehmen, gesagt bekommen, dass ich eine Frau bin und dass hier ab mittlerer Führungsebene einfach keine Frauen mehr sind und Scheidungen, egal ob von Männern oder Frauen, Kündigungsgrund sind. Das war mir bis dato absolut unbewusst, dass ich eine Frau bin. Also natürlich nicht unbewusst, dass ich eine Frau bin, aber in einem ökonomischen, beruflichen Kontext hat es für mich persönlich, von meiner Wahrnehmung her, keine Rolle gespielt. Und da war ich 19. Und ich glaube, da gibt es ein unglaubliches Diskussionspotenzial und eine unglaubliche Schleife, die man mal machen könnte, weil ich glaube nämlich genau, dass diese 60-jährigen Plus-Männer, die noch ostdeutsch sozialisiert wurden, noch ein Stück weit einen anderen Emanzipations-, ich weiß es nicht, die haben sich auch nicht mehr beim Abwasch beteiligt, glaube ich. Nee. Aber die haben noch eine andere Wahrnehmung von Frauen in Politik, von Frauen in Führungspolitik. Ich habe sie noch vor mir. Ich habe die LPG-Vorsitzende, die Lautex-Abteilungsmitarbeiterin, ich habe die bildlich vor mir. Und irgendwie sucht man die heute und muss die dann auf ein Treppchen stellen und muss die bei Frauen machen, neue Länder interviewen. Und ich denke so, das war doch mal relativ normal. Guckt euch doch mal um, Mädels. Wo sind denn eure Vorbilder? Und es muss nicht das Mutterbild sein. Natürlich nicht. Aber viele von den Frauen, die sie suchen, sind in der Wirtschaft. Die wurden in der Politik und in der Verwaltung nicht gebraucht, weil der Nachbau West anders funktioniert hat, auch politisch. Und das ist auch meine Beobachtung. Und sich auch immer noch reproduziert. Richtig. Und wir haben ja diese Anfrage im Landtag gestellt, Sie wissen das, dass wir gefragt haben, wie ist denn der Besatz mit qualifizierten Beamtinnen bei Aufsichtsräten? Ja, da kommst du bei 90 Aufsichtsratsmandaten auf 3 weibliche. Und da habe ich gesagt, da sind doch alle gleich qualifiziert und machen nur den Kaffee klar. Das ist natürlich so. Und in der Selbstständigkeit haben viele sich auch gefunden. Also wir haben einen höheren Anteil von Unternehmerinnen, als es im Westen üblich ist. Wir auch einen höheren Anteil von Alleinerziehenden haben. Ich wage jetzt keine Konkurrenz herzustellen. Und Alleinselbstständigen. Sie verstehen mich schon. Also, ne? So, aber es gibt einen anderen, einen höheren Grad. Und ich halte das auch für logisch. Das ist eine Konsequenz aus dem, wie das damals passiert ist. Die Frauen wurden da in der Politik und der Verwaltung nicht gebraucht. Die wurden da nicht gebraucht und haben sich dann eben ihr Ventil in der Selbstständigkeit gesucht. Ich halte das auch für schlüssig und für richtig, aber die treten dann öffentlich nicht so auf. Die fallen sozusagen öffentlich nicht so ins Gewicht auf. Ne? Die sind in ihrer Firma die Chefin, aber weil da draußen sieht man das dann kaum. Und das meine ich. Und ich würde mir so eine Gründerinnenwelle wirklich wünschen in ganz Sachsen. Weil ich glaube, dass dann auch genügend selbstbewusste Frauen da sind, die dann doch wieder reindrängen, vielleicht auch wieder in die Politik. Ich erlebe oft, dass ich da junge Frauen habe, auch bei den Grünen gibt es ja durch die Quotenregelung immer viel Antrag von weiblicher Seite, was ich auch richtig finde. Und die Quote ist auch keine Benachteiligung oder Diskriminierung, sondern das ist ein Instrument, das dann eine Erstchance ermöglicht für eine Frau, die sonst nicht bekommen hätte. Wenn die da Scheiße baut, ist die auch beim nächsten Mal weg vom Fenster. Also schlechte Frauen werden nicht durchgequotet, sondern es ist einfach so, dass man eine Chance hat, sich zu produzieren und zu zeigen, was man kann. Und dann bleibt man im Geschäft oder nicht. Das finde ich auch fair.
Aber trotzdem erlebe ich oft, gerade bei den jüngeren Frauen, da kriege ich immer riesen Tiraden und Sprüche in der Extra-Frauenkonferenz der Grünen, dass jetzt unbedingt ganz viele Frauen kandidieren müssen. Und das ist also so, da sage ich, okay, wir haben 10 Plätze, wer meldet sich? 3. Junge Studentin, die hat am lautesten krakeelt, ne, ist mir fast die Ohren abgefallen. Und dann sagt sie, ja, weißt du, ich mache jetzt gerade hier meine Promotion, das geht jetzt gar nicht. Ne? Ja. Da sage ich, wann soll es denn werden? Ja. Ja? Und das mit dem Gummiband hat bei mir so viele Beobachtungen im Hintergrund. Man kann immer mein Leben und wie ich bin und was ich gemacht habe sagen, was man will. Und wenn ich die Mutterschaft für genauso wichtig empfinde wie die Karriere, halte ich das für balanciert. Aber unabhängig davon, es gehört ein harter Durchhaltewille dazu und es ist kein leichter Gang. Und wenn Frauen sich das so vorstellen, dann wird es eben nichts. Und das darf einem auch nicht peinlich sein als Frau, wenn man einem Mann einen Job wegnimmt oder ein Einkommen wegnimmt oder Macht wegnimmt. Das ist dann eben so, dann war man halt besser. Ne? Also das muss ich einfach mal so deutlich sagen. Und da gibt es viele Frauen, die sagen, aber ich möchte zufriedener und ruhiger leben, ich möchte nicht jeden Tag angegriffen werden, mich piept das an, wenn ich an mir abarbeiten, das kenne ich, diese Sprüche. Dann muss man sich aber auch sagen, okay, dann ist es eben, mein tägliches Brötchen ist klein, aber mein, auch das ist in Ordnung. Dann musst du das klar machen vorher. Deswegen habe ich gesagt, checken Sie mal Ihre Wunschliste ab und klären Sie das mal für sich. Und ich habe satt gehabt, dass ältere Herren bestimmen, wie mein Leben verläuft. Das gibt es bei mir nicht. Auch jüngere übrigens nicht. Es hat ganz viele interessante Punkte, die ich gerne mitnehme, die mich berühren, die wir auch aus dem Herzen gesprochen haben. Eben zum Beispiel das Thema Macht. Wie geht Frau mit Macht um? Entspannt. Gerade mit den Männern, die wir hier haben. Ich sage jetzt mal Kommunalpolitik als Stichwort. Was mir ein Punkt ist, was ich gerne allen hier mit auf den Weg geben möchte, was ich auch versuche umzusetzen, ist das, was auch Mandy angesprochen hat. Wo haben wir denn Frauen als Vorbilder für die jungen Mädels hier? Die wirklich mal hinstehen und sagen, und ich mache das jetzt so und es ist richtig, und sich nicht, sei es von Frauen oder von Männern, sofort wieder abrasieren lassen, wenn sie mal eine unkonventionelle Ansicht, Meinung, Idee, was auch immer haben. Es kommt sofort wieder, das kannst du doch nicht, wo kommen wir auch hin und so weiter. Und mein Anspruch in solchen Situationen, wenn ich wieder dabei bin und denke, ich werfe jetzt mal die Flinte wieder ins Korn, ich habe keinen Bock mehr, ist der Punkt, wo ich denke, und wenn es ein Mädel gibt in Ebersbach-Neugersdorf, die sagt, aber so wie das die Frau Bierer macht, die fährt Motorrad, die macht einfach unkonventionelle Sachen, egal was es ist, das könnte ja auch ein Lebenskonstrukt sein, als das, was man sonst, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, sonst hier vorgelebt bekommt und die Strukturen, die gemacht werden. Und da würde ich einfach ermuntern wollen und auch eben, wenn da ein neues Format entsteht, dahin drauf arbeiten wollen, diesen, sei es halt Mädels oder sei es auch Jungs, aufzuzeigen, es funktionieren auch andere Konstrukte. Und was ich mir auch notiert habe, das große Problem, Scheitern muss erlaubt werden. Und man darf sich ausprobieren und nur wenn man eigene Erfahrungen macht, kommt man weiter. Und den Mut weiterzugeben, dass man auch mal sagen kann, ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert, jetzt ist das Nächste dran, dass irgendwie mal hier rauszutragen in die Region, könnte schon viel helfen, um Freiräume zu schaffen und was zu machen daraus. Ich wollte dazu noch einen Satz sagen, und zwar das, was wir auch mit Frau Fabisch vorhin festgestellt haben, bevor das hier losging, weil sie sagte, und auch Julia sagte, die sind ja alle da, diese Frauen, aber dass die mal sichtbar werden, und zwar sichtbar werden nicht als Einzelne, sondern sichtbar werden als viele. Das ist menschlich. Wenn ich Mitstreiterinnen habe, die mir den Rücken stärken, Männer wie Frauen, dann gebe ich nicht so schnell auf. Denn das, was du gesagt hast, ein gutes Vorbild zu sein, das ist ein unglaublich ehrenhafter Anspruch. Und ich glaube, das ist eine der schwersten Aufgaben, die ein Mensch sich stellen kann. Und wenn man damit allein gelassen wird, dann ist man sehr nahe dran, manchmal einfach aufzugeben und zu sagen, nee, ich jetzt nicht mehr. Das stimmt, das ist wahr. Und dieses Gemeinsame, vielleicht ist jetzt das Wort Netzwerken ist immer so ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, dass wir da noch nicht
dort sind, wo wir hin sollten. Und ich glaube wirklich, dass es diese Seilschaften, haben wir das vorhin mit Männern benannt, die sich Männer über viele, viele Jahre aufgebaut haben. Ich erinnere mich nur an meine Zeit im Harz, im Kloster Zellerfeld, wo ich umringt war von 16 Burschenschaften, die mir ihre Erkennungszeichen dann untereinander irgendwie im halbtrunkenen Zustand mitteilten. Da habe ich so richtig begriffen, dass diese Seilschaften wirken, seit langem wirken. Und wir Frauen sind dabei, die wieder aufzubauen. Und ich glaube, das ist nicht verkehrt. Das ist auch nicht verwerflich. Und davon, was Antje auch gesagt hat, darf man vielleicht auch keine Angst haben, sich gegenseitig da auch Trittleitern zu bauen. Seilschaften retten dir auch das Leben am Berg, ne? Ja, das stimmt. Ich denke, wir sollten das jetzt irgendwie, also schreit ja nun förmlich aus allen Ecken danach, dass man sich irgendwie, also ein Netzwerk aufbaut, dass man sich sieht, noch jede Menge andere Frauen einlädt, die du scheinbar alle noch kennst. Ich glaube, wir haben da einige noch so an der Hand, die du kennst. Und das finde ich toll. Ja, also ich fände das auch super und ich denke, das brauchen wir auch. Und da sind wir über einen Punkt, den ich schon sagte, wir brauchen Ermutigung. Und wir haben schon mal ein Netzwerk gegründet mit Leuten, die anders singen. Das ist jetzt schon über 10 Jahre her. Das war interessant. Neugeister. Mhm. Haben wir gegründet. Und am Anfang haben wir gedacht, wir sind die Einzigen. Wir waren, glaube ich, 5 oder so. Und plötzlich tauchten aus allen Ecken Leute auf, die sagen, ja, endlich gibt es sowas, wir haben drauf gewartet. Ich denke, wenn man anfängt, da werden ganz viele, die wir jetzt noch nicht kennen, die wir noch nicht sehen, wo er sagt, die sind alle da, aber die sieht man nicht, die werden auftauchen. Und dann sieht man eben nicht nur das, was nicht geht, sondern dann sieht man plötzlich mehr, was geht. Mhm. Und das macht den Mut. Und ich denke, dann muss ich nicht so eine Sache lesen wie in der SZ mit der einzigen Einzelabiturientin in Löwe, die kommt doch noch aus Oppach. Die studiert jetzt Maschinenbau, wo ich sage, hey, super, da hast du doch hier eine Zukunft. Und sagt, sie geht aber weg aus der Region, weil hier gibt es keine großen Unternehmen. Und ich sage, Mädel, hast du dich mal informiert? Also, was ich so schade finde, weil da haben wir Potenzial, da haben wir schlaue Köpfe und die haben für sich schon geklärt, dass sie weggehen, weil so ungefähr, das ist hier nichts für mich. Und das müsste man wirklich zeigen. Ich glaube, dieses... ich kann das total verstehen, dass ihr das unplausibel findet, warum die gehen, ja? Weil es hier Möglichkeiten gibt. Eine individuelle Entscheidung, den Ort zu verlassen, ist nicht nur, weil ich hier eine Arbeitsstelle finden könnte, ja? Sondern es ist auch, ich will mal raus. Die ganze Welt. Sie geht jetzt im Studium weg, das ist auch in Ordnung, ja, das finde ich super. Aber sie will nicht wiederkommen. Aber das ist doch aber auch selbstverständlich, also ich finde es total nachvollziehbar. Ich bin auch zum Studium weggegangen und dachte, ich würde nie wieder nach Rostock kommen. Jetzt fängt langsam an, wo ich denke, oh, würde ich eigentlich gerne nach Rostock, ich würde eigentlich lieber am Meer wohnen, als hier in der Oberlausitz. Nee, nein, ich finde die Oberlausitz. Als wir vorhin hierher gefahren sind und ich dann sozusagen so das Berg, wo ich dachte, oh, das ist schon eine schöne Landschaft, ne? Nicht, dass ich hier doch noch backen bleibe. Nein, aber ich glaube, dieser Wunsch ist das sozusagen, glaube ich, ein wirklich raus in die Welt. Die ganze Welt steht ihnen, ne? Die sind qualifiziert, sie wissen, sie können nach Kanada gehen, sie können, warum soll ich dann hier in der Oberlausitz bleiben? Wir wissen nicht, was die Leute tatsächlich 10 Jahre später tun, die Rückkehrerstudie, ja? Mhm. Wo auf einmal sozusagen mit der Familiengründung und so weiter andere, das können die auch nicht vorwegsehen. Da können wir noch so viele Abiturienten fragen, was wir für eine Bedingung, glaube ich, brauchen. Das ist eine andere Lebensentscheidung und ich finde ja eher erstaunlich, ich habe heute gerade mit einer Oberärztin des städtischen Klinikums geredet, die aus Nürnberg gebürtig kommt und mit ihrem Oberlausitzer Partner damals wieder hierher gekommen ist. Die Männer haben ein Zuzugspotenzial in dieser Region, ich fasse es nicht. Ich habe eine Wienerin, eine Engländerin, also ich habe sozusagen wirklich internationale Frauen kennengelernt, die mit ihren Oberlausitzer Männern wieder hierher gekommen sind. Ist ja unglaublich. Ich kenne jetzt andersrum ist mir die Geschichte sozusagen nicht begegnet, dass die Frau den Mann gelockt hat. Ach, dann gibt es sozusagen wahrscheinlich auch noch diese Konstellation dazu. Aber da glaube ich sozusagen, gibt es in einer anderen Lebensphase, glaube ich, ein anderes Rückkehrerpotenzial, als das bei den Abiturienten sozusagen zu erhoffen. Die werden es euch nicht geben. Da könnt ihr noch was gestalten. Ich glaube wirklich, das ist nicht die Lebensspanne, wo man darüber nachdenkt, wo will ich meine Wurzeln heimisch sein und so. Da will man erstmal lostoben und natürlich bei BMW arbeiten oder was weiß ich, ja, also Maschinenbauunternehmen kenne ich mich leider jetzt gerade nicht so aus, aber da gibt es garantiert sozusagen andere Namen, die erstmal attraktiver für die Leute. Und ehrlich gesagt, sollen sie das machen? Holt euch da sozusagen die Kompetenzen und kommt dann wieder auch mit einem Netzwerk, genau, was dann anders für die, ja,
für die Oberlausitz sozusagen funktioniert, wo ich auch denke, okay, ich darf mich bloß nicht abhängig machen von diesem lokalen Netzwerk hier. Ja? Also das geht eine bestimmte Reichweite, aber dann ist halt irgendwann Schluss. Und ich glaube, um hier eine Bewegung zu erzeugen, die notwendig ist, also auch so ein Austausch, der immer wieder sozusagen Brücken schlägt, also nicht nur binnen Ostdeutschlands, ja, wir sind hier nämlich auch sozusagen Zentrum von Europa, ne? Also sozusagen die ganze Perspektive nach Osteuropa, aber sozusagen auch Richtung Spanien, wo jetzt gerade wieder reger Austausch mit der Hochschule stattgefunden hat. Das, glaube ich, sind Potenziale, die diese Leute wieder mitbringen können. Ne? Wir brauchen nämlich, die müssen die Sprache sprechen können. Wenn ich sehe, kann ja keine Polnisch sprechen. Das finde ich jetzt ein Armutszeugnis. Ja? Wie soll ich denn sozusagen mein Netzwerk nach Osteuropa sozusagen aufbauen, wenn wir eigentlich so wenige Leute haben, die hier Polnisch, Tschechisch und so weiter irgendwie sprechen? Da, glaube ich, können wir eher darauf hoffen, geht raus, holt euch die Ressourcen und kommt dann vielleicht in eurer Lebensplanung wieder. Wir tun alles, dass ihr mit Mitte 30 hier gut leben könnt. Mhm. Und Krippenplätze und was. Ich wollte noch mal was dazu sagen, warum die Leute auch weggehen. Da gab es eine tolle Studie aus dem Leibniz-Institut, den Namen von dem jungen Mann habe ich leider vergessen. Roman Nathim Leibert. Genau. Die haben nämlich herausgefunden, dass die meisten Oberlautzer Eltern auch ihren Kindern sagen, geht bloß weg, genau. Hier ist ja, nichts. Genau. Und das ist genau dieser Ausspruch von Leuten, die eine tiefe Krise oder einen tiefen Bruch auch in ihrem Leben und ihrer Biografie erfahren haben. Und da nochmal mein Statement zum wiederholten Mal. Guckt euch um, guckt, was ist da passiert und wo sind die Identitäten da auch gebrochen und was gibt es da auch aufzuarbeiten. Denn da gibt es echt viel zu tun und zu gucken, wo kommen wir denn da auch eigentlich her und was müssten wir denn tun, dass Eltern sagen, ja, mach dein Ding, aber hier ist auch nett oder hier gibt es auch Möglichkeiten. Immer muss ich das total unterstützen. Ich finde auch, die müssen raus, wenn die 18 sind, und ihre Erfahrungen machen international. Denn nichts ist schlimmer, als hier hängen zu bleiben und niemals einen Input von außen zu kriegen. Also wir haben ja, also ich darf jetzt auch noch mal ganz kurz Werbung für dieses tolle Haus machen, wo ich Sie alle noch mal einlade auf die Führung. Es lohnt sich wirklich. Wir hatten dieses Jahr schon 16 Nationen hier in diesem Haus, von New York bis Singapur, besuchen uns die Leute. Also es ist ein unheimliches Potenzial und es ist hier in der Bevölkerung überhaupt nicht verankert. Für die ist das das Pionierhaus. Und aber es ist eben auch wahr, ne? Ja. Zu DDR-Zeiten davor. Das ist, glaube ich, genau. Und ich glaube, das, was du auch gesagt hast, ich denke auch, das ist jetzt wirklich noch ein Generationending. Und ich glaube, die Generation, die danach kommt, also wir jetzt als Elterngeneration, wir erzählen unseren Kindern von einer anderen Oberlausitz. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube einfach, dass es echt nach oben geht. Ich sehe da, die Gläser sind halb voll. Ich sehe das alles ganz, ganz positiv. Das Problem ist nur, wenn ich das einem erzähle, der so eine gebrochene Biografie hat, sagt er natürlich sofort, du denkst ja hier und du fährst ja jeden Tag nach Dresden. Ich pendle im Moment von Dresden hierher. Ich wäre schon längst wieder hergezogen, wenn meine Kinder nicht dort in der Schule wären. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das dann immer zu ändern. Also wäre auch ein bisschen Platz, das wäre gar nicht so verkehrt. Die Demografie-Voraussagen sind in Dresden ja genauso. Es fehlen 6.000 Grundschulplätze, man kann es gar keinem erzählen. Also dieselben Probleme auch hier. Also insofern glaube ich, dieses in die Welt rausgehen und das wieder mit herbringen, das war auch was traditionell in der Oberlausitz definitiv schon immer so war. Also ich kann ganz kurz noch anschneiden, dass der Vater von dem Fritz Schminke, der das Haus hier gebaut hat, war noch gebürtiger Rio de Janeiro. Also das war so eine klassische Gründerzeitbiografie, denn es war damals um 1900 auch schon so, dass man erstmal in die Welt ging oder irgendwo in der Welt sogar geboren wurde durch die ganzen Kolonien und so weiter und so fort und dann wieder aber in die Heimat zurückkam. Das ist jetzt nichts Neues. Wir erfinden auch das Rad nie neu. Die Probleme, die wir gerade haben, die gab es im 1914 und die gab es auch leider Gottes dann in den 30er Jahren eben auch. Und wir müssen ganz doll aufpassen, dass wir solche Zustände nicht mehr zulassen. Ne? Also ich will es jetzt gar nicht zu weit führen, aber ich sehe Tendenzen, die kann man nachlesen in Büchern, die ich gerade lese über 1933 bis 1939. Also muss man aufpassen. Ich will jetzt noch an der Stelle ganz schnell dafür werben, dass wenn wir uns weiter vernetzen wollen, was mich unheimlich freuen würde, also bei so vielen tollen Frauen hier, das ist ja wirklich hammer selten im Haus, am 20. September, also zumindest in dieser Masse, ansonsten sind meine Mitarbeiterinnen dort hinten natürlich, also vielen Dank nochmal, auch tolle Frauen, aber wir machen am 20. September hier, möchten wir hier in diesem Haus den Club Schminke begründen. Einige wissen es schon, die bei der Kreativlobby dabei waren und ich möchte jetzt nochmal dafür werben, das wird eine echte, reine Vernetzungsveranstaltung und weil das dort drüben eine Nudelfabrik ist und der Herr Schminke ein Nudelfabrikant war, werden wir auch Nudeln natürlich herstellen. Danach gibt es lecker Cocktails und schicke Musik. Also insofern, alle sind herzlich eingeladen am 20. September, aber bitte mit Voranmeldung, denn wir haben jetzt schon ein bisschen Angst, dass es voll wird. Aber wir freuen uns drauf. Nochmal einen kurzen Schritt in die Regionalentwicklung zurück. Der Neurobiologe Gerald Hüther hat erforscht, was hält die Leute in der Heimat oder was bringt sie wieder zurück, was macht eine Verbundenheit zur Heimat. Und der sagt, die müssen mitgestalten dürfen, eben schon als Kinder, baut einen Streichelzoo, pflanzt Obstbäume, was auch immer, was irgendwie einen starken Bezug hat und kann.
Kontakte schafft. Also jetzt kann ich nicht stillhalten, jetzt muss ich das doch noch sagen. Und zwar haben wir vor 5 Jahren, als wir das Bündnisverbund über Lausitz gegründet haben, überlegt, wie kriegen wir sogenanntes Venture Capital, Risikokapital, aufgestellt, um solche Sachen zu finanzieren von Menschen, die was wagen wollen. Sei es wirtschaftlich, es muss nicht immer gemeinnützig sein. Sei es was wirtschaftlich, sei es was gemeinnütziges. Und wir haben uns damals gesagt, nee, noch eine Stiftung geht nicht, außerdem kriegt man da gerade auch keine Zinserträge. Nee. Was eine schöne Vision wäre, ich sage Vision, weil ich habe wirklich vielleicht gerade nicht die Zeit, mich darum zu kümmern, ist ein Fonds. Wenn man Stiftungen kriegt oder Privatinvestoren kriegt, in einen Fonds zu investieren, der nur dazu da ist, Risikokapital bereitzustellen, dann wäre ein bisschen mehr geholfen in diesen, und vor allem wäre es mal nachhaltiger. Das heißt, man zahlt es dahinter zurück. Zum Beispiel. Mhm. Also solche Sachen, das gibt es hier halt noch nicht. Und das wäre eine Idee, an der wir weiterdenken sollen, was vielleicht das erste Thema im Club Schmiede am 20. September während der Cocktail sein dürfte. Und jetzt möchte ich gerne das letzte Wort nochmal an Antje Hermenau geben, bevor wir dann... Also ihr wird das also ja wirklich sehr geehrt. Vielen Dank. Ich habe 2 Anmerkungen oder Vorschläge. Vernetzungstreffen, kommt jetzt auf die Tageszeit an, aber ich schlage vor, prinzipiell mit Kinderbetreuung. Das hat sich so bewährt, weil die Frauen völlig entspannt und kreativ sind, weil sie wissen, dass es ihren Kindern gut geht. Und dann gibt es auch keine Debatte mit dem Ehemann. Mhm. Und das halte ich wirklich für wertvoll. Und deswegen empfehle ich das, mit Kinderbetreuung zu machen. Da muss man überlegen, ob man das ziemlich kostenarm hinkriegt. Ich weiß, dass es da ein Problem gibt, das ist mir bewusst. Aber wenn es da wirklich so viele Omas in der Umgebung gibt. Also ich meine wirklich, das ist ein entscheidender Punkt. Und das Zweite ist, meine Damen, niemals zurückweichen. So. Vielen Dank. Dann danke ich allen Gästen.